Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Far Cry 4. Ja, in der vergangenen Folge haben wir eine Festung erobert und jetzt geht's hier schon direkt mit Action los, Leute. Komm du kleine Ratte. Bam. So, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, es brennt. So. Wer braucht hier Hilfe? Hallo, wer hat hier Hilft mir gerufen? Ich will nur helfen. Ich bin ein netter Mann. Jedenfalls manchmal. Nein, eigentlich immer nett. So, okay. Ich höre doch schon wieder Schüsse. Wer hat ja Probleme? Ich bin immer hilfsbereit. Hilfe! Hilfe! Ich komme! Ich komme! Was ist, gute Frau? Ist da oben ein böser Mann? Okay, ich glaube nicht. Ich glaube nur wegen den Explosionen jetzt hier. Okay. Ja. Ich bräuchte aber auch mal Beheilungspflanzen, sehe ich gerade. Wir haben irgendwie nur noch eine Spritze. Das ist natürlich nicht sehr gut. Hey, oben ist ein Karma-Ereignis. Ja. Kommen wir da hin? Von hier aus jetzt, ja, müsste klappen. Müsste klappen. Rette Menschen vor Raubtieren. Oh shit, das wird schwer. Ja. Tot. Mist. Du Sau! Alter, nein! Was hat man dir angetan? Mach deine Augen zu, bitte! So, und dann schicke ich noch dein Fleisch mit als Andenken an die Leute. Was irgendwie voll krank wäre. Ha, bin ich aber. So. Mitkommen. Grünes Blatt. So. Ja, hier machen wir ja hin. Stimmt, 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 stimmt. Ich wollte gerade nochmal kurz auf die Karte lunzen, aber ne. So, komm mal her. Brumm, brumm. Jetzt geht's los. Oh, jetzt geht's los. Boah. Jawohl. 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 Sehr schön. Habe ich das nicht wunderschön gemacht, Leute? Ich habe das doch wunderschön gemacht, ja. Wow. Okay, immerhin. Wir sind bald da an unserem Ziel. So. Zwar mit wunderschönen Stunts. Ja. Sehr schön. Angekommen. Hallo, ist ein böses Tier. Amole. Wo ist die Maske? Meine Ohren sagen wir hier oben irgendwo. Was ist hier dahinter? Nö. Maske. Oh, hallo. Gut geht's Ihnen aber hier. So. Bam. So, hier oben soll eine Heilpflanze sein. Ah, ne. Wir machen jetzt eine extra dafür nur hier hoch. Ach ne. Hallo, Kätzlein. Hallo, husch. Husch. Ich höre drüber über dich. Okay. Ich glaube, das würde dem kleinen Mann nicht so gut tun, wenn ich drüber fahre über ihn. Okay, lebe in Frieden. Lebe wohl. Aber keine unschuldigen Leute fressen, ansonsten komme ich wieder. Dann wird es nicht so ausgehen wie jetzt. So. Hallo, Schweine. Was geht? Oh, hallo, wer fährt denn da? Ah, ne. Nur nette Leute.
Auch niemand Böses. Niemand Böses. So. Propaganda-Poster. Wir wollen ja wieder mal eine Belohnung, eine Schicke dadurch. Tiere, hallo. Ruhig, ruhig. So. Oh, hallo. Wer haben wir denn da hinten? Den kleinen Ludwig. So. Wow. So. Man muss natürlich hier aber mal ein bisschen Rambo-Move machen. Wir wissen ja alle, mein Name ist John Rambo. So, komm mit. Hallo. Genau. Ich wäre auch so ein Gehstock. Dann laufe ich hier mit meiner Ziegenherde lang. Und wen haben wir denn da im Gebüsch? Hey, du brauchst dich nicht zu verstecken, mein Kleiner. Hörst du? Hallo, wir können Freunde sein. Ich sagte Freunde und keine Feinde. Toll. So muss es schon wieder enden. Weißt du, so sollte es nicht mehr enden. Ja, mit der Zunge wieder draußen. Kann ich noch ein Eis schlecken? Nee, darfst du nicht, weil ich dein Fleisch jetzt mitnehme. So, komm mit. What the fuck? Die haben mich fast überfahren. So. Wir sammeln heute mal schön ein bisschen Haut hier und Fleisch. So, machen wir das doch. Aber ein Chirokopter, muss ich sagen, würde ich mich gerade echt freuen. So ein Chirokopter wäre schon ein bisschen angenehm, muss ich sagen. Hallo. Sauberer Kill. Sehr schön. Doppelte Ausbeute. Ja. Wenigstens Karma-Punkte dadurch bekommen. Das freut mich ja natürlich. Wow. Kollegen. Ruhig, ruhig. Köder. Ein Leopard, genau. Lalalala. So, Kollege, bleib stehen. Hier. Ey, ich hab den armen Leoparden wehgetan. Ah! Alles klar, er rennt dort lang für unser Land. Da hatte ich ja mitgekriegt, dass ich hinter ihm war. Tja, ich hab's schon immer gewusst. Parkan Minh, seine Leute sind irgendwie etwas dumm. Oh shit, schnell hier hoch. Ja, nett. Nett, nett, nett. So. Was? Hey, ich muss dir was sagen. Was wollen Sie mir denn sagen? Ja. Ja, hallo. Oh, Geld. Okay, dann danke ich dir 2000 Mal. Wenn du mir 1000 Mal danken wirst. Boah, rate schnell hier aus. Ich mag die Musik irgendwie nicht so. So. Komm her. So. Jalung. Wo ist deine Maske? Die ist doch eh im Haus. Ja. Wenn ich nicht tausende Runden durchrenne. Drumherum rennen ums Haus. Ja, sehr schön. Wieder eine Maske. So, Propagandaposters, nächste. Also langsam haben wir ja hier gleich alles im Gebiet. Dann kann es ja bald schon ins nächste Gebiet gehen, finde ich. So.
Oh nein, hallo. So. So, dann jetzt haut er wieder ab. Wenn ich die große Waffe raushaue, ja, und dann rennen wir weg, denken sie sich immer. Erst mich alle angucken. Ich fresse den jetzt. Ja. Dann hole ich die Wumpe raus. Nein, bitte nicht. Kannst du etwas entbehren? Was? Nein. Hat uns die Freude genommen. Hier, hast du Geld. Und jetzt auch das Essen. Nein. Adel, lass den guten Mann in Ruhe, bitte. Er will doch nur was essen. Oh, da haben wir das Propaganda-Poster. Komm schon. Jawohl. Sehr schön. Wir haben auch noch eins. So. Juhu, Wingsuit! Oh, shit. Das sollte eigentlich besser ausgehen. Okay, aber nochmal. Wingsuit! Ich fliege durch die Berge und werde gegen die Wand krachen. Nicht. So. Händlein, hallo. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da bin. Das kann ich mir gut vorstellen, dass du dich da freust, wenn ich da bin. Ich gebe dir immerhin meine Money. Money, money, money. So. Was haben wir denn hier? Ich muss sagen, das MG will ich nämlich wieder mal wegpacken. Ich habe irgendwie Bock auf eine Sniper gerade, muss ich so an sich mal sagen. Oder was haben wir bei Einzigartiges? Die Warrior, eine AK mit Schalldämpfer. Ja, auf die habe ich mal Bock drauf. Halt umtauschen gegen das Sturmgewehr von uns. So. Und dann nehmen wir mal noch mit. Ja, nehmen wir mal die gute Shotgun. So. Haben wir da mal ein paar andere Waffen hier dabei. So, Warrior. Sag mal her. Ich brauche mal eine Testperson. Okay, verzieht auf jeden Fall kaum. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ja, die Waffe gefällt mir so an sich schon mal. Der erste Eindruck ist auf jeden Fall gut. Und der erste Eindruck ist immer wichtig. So. Kollegen, warum schießt ihr wie diese Wahnsinnigen? Ja, hallo. Ich weiß, ich bin die Legende. Da muss man doch nicht gleich rumschießen. Ja, die feiern mich gerade hier. Ja. Die feiern mich mit den Schüssen in den Himmel. So. Oh, hier oben. Ich wollte gerade sagen, Berge. Ja, Berge haben wir auch. Bären. Meine Güte, mit der Tüte. Heute werde ich mich auch tausende Mal versprechen, irgendwie. Glaube ich beinahe. So, machen wir mal hier hoch. Alle hopp. Alle hopp. Okay, dann hier, alle hopp. Nicht? Okay. So, ich würde nämlich gerne mal die Waffe austesten wollen. Außenpostenmeister, Session. Ja, hiermit können wir sie ja mal austesten. So. So. Oh, upsala. Das war nicht so geplant. Die Frage ist halt auch jetzt, wie viele Kugeln wir brauchen immer für den Gegner. Aber ich will sie halt nur mal so jetzt im normalen Kampf auch testen. Ich meine, der Schalter ist schon dafür, da eigentlich leise vorzugehen. Ich will es mal probieren, aber es hat wieder eine Schusswaffe, da hört man viel mehr als mit dem Bogen. Shit. So. Och nein. Kollege, warum? Warum immer Verstärkung? Letztendlich hast du dann die Machete wieder als Strafe im Rücken. Ey, AK gefällt mir irgendwie. Irgendwie hat die was. Ich weiß nicht was. Auf Distanz macht sie nicht so viel Schaden. Okay. Aber irgendwie hat die Waffe was. Die hat irgendwie so ein spezielles Feeling gerade. So. Komm her, Kollege. Hopp.
Friss das Messer. Boah. Was zur Hölle? Wow. Harter Beschuss hier auf jeden Fall. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Hallo. La 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 la. Oh. Okay, nochmal la 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 la. Wir kommen von der Straße. Och nein. Wieder Unterstützung rufen, Kollege. Warum? Hast du es wirklich nötig? Hallo, hast du es nötig, jetzt dich noch zu verstecken, würde? Ja, das sind mir hier noch die Besten. Die Legenden. Die Legenden auf vier Rädern. Hallo. So. Hallo. So. So, hoch hier. Ich hab was vor. Kommt schon. So. Und jetzt das eigentliche, was ich vorhatte. Kollegen, ihr müsst mal bitte beide zusammen in der Ecke hängen irgendwie. Oh, hallo, Kollege. Anderer, wo bist du? Komm raus aus dem Haus. Hörst du, komm raus. So. Nummer 1. So. Ja, sehr schön. Boah, ich weiß nicht. Ich liebe diesen Takedown einfach, Leute. Mit dem Springen. Muah. Also der ist lecker, der Takedown. Ich mach den so gerne wirklich, muss ich sagen. Ich liebe ihn einfach, diesen Takedown. Du gehst einfach hoch auf so ein Dach oder so ein Felsen, hat irgendwie was höher gelegen und jumpst du einfach so schön drauf. Muah. Irgendwie richtig Laune macht der Takedown immer wieder. Also, der ist schon lecker. Der war auch schon in Far Cry 3 auch schon richtig geil, der Takedown. So. So. Fähigkeiten müssen wir mal kurz was gucken. Haben wir eigentlich schon den Pistolen-Takedown? Hier. Oh, das will ich nämlich auch mal machen, den Pistolen-Takedown. Musste mich gerade mal nachgucken, wie man den nochmal macht. Ich habe nämlich ganz vergessen, ob da dann was auftaucht, was man drücken muss, oder einfach normal drücken. Was? Und dann macht er das. Aber ne, einfach sowas normal drücken und dann macht er das. Sehr gut, dann weiß ich das jetzt auch. Und dann können wir das auf jeden Fall mal wo testen. Another Testperson. So. Ich muss sagen, ich wünsche mir gerade irgendwie ein Karma-Ereignis hier. Oh, hallo. Wow. Kollege, das war nicht nett. La 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 la. Bam. Ja. Der hätte nur weggehen müssen. Auf einmal treffe ich noch was damit mit dem Schuss. Das wäre es jetzt noch gewesen, Leute. Das wäre es gewesen. Scheiße, das wollte ich nicht machen. Ups, ich wollte noch anvisieren, habe mich verdrückt. Oh, haben wir, hallo, wem haben wir denn? Oh, wird kein Gegner. Kein Gegner mit dem Schneegner. Wer ist Schneegner? Ich weiß es nicht. So. Ich glaube sogar, wir sind hier gerade. Wartet mal, Karte? Nein. Ich wollte gerade sagen, wir sind hier oben in der Nähe. Weil hier oben geht es ja dann ins nächste Spielgebiet. Oh, da hinten ist sogar Pagan Mins Festung. Ach, der will Pagan. Wow. Ja, so war das nun wirklich nicht geplant, Leute. Ja, auf jeden Fall gut. Gut, gut, gut. So.
Aber Leute, ich wollte schon wieder sagen, hier an dieser Stelle beenden wir vielleicht sogar schon wieder die Folge. Wir gucken jetzt nochmal ganz kurz, ob hier irgendwo noch ein kleiner Gegner kommt. Oh, dort hinten, das Karma-Ereignis machen wir noch. Komm schon. Nein, diesmal will ich es schaffen. Ich konnte wenigstens den letzten retten. Sehr schön. Ja, aber okay, Leute, würde ich sagen, hier an dieser Stelle beenden wir die Folge auch schon wieder. Falls euch die Folge wie immer gefallen hat, würde ich mich sehr freuen über eine Bewertung. Schreibt mir gerne einen Kommentar. Teilt doch sehr gerne das Video. Und ja, Leute. Haut rein, freut euch auf die nächste Folge. Und ciao!